So, meine Lieben, heute geht es weiter mit Thanatos Spezialtraining. Und schauen wir, welchen Drache wir heute nehmen. Nehmen wir Seekept. Dieser Drache ist eigentlich, finde ich, sehr gut. Hätte ich nicht gedacht, macht mir sehr Spaß. Natürlich sollte er alle Attacken haben, aber das ist essentiell, dass man ihn gut spielen kann. Sonst macht er nicht so viel Sinn. Und ich spiele ihn folgendermaßen. Also erstmal hier seine ganzen Runen rein, die er da so hatte, plus minus. Und halt seinen Angriff stärker machen. Alles drinne, die Gesundheit, der Krieger. Eigentlich Gesundheit und für seine stärkende Attacke. Haben wir hier drinne als Runen. Könnt ihr hier sehen. Und Attackenaufbau ist eigentlich auch simpel. Ich finde eigentlich das hier ganz geil. Ich mache einfach mal das. Dann wechsle ich den blauen zum Aufladen wieder. Und ab und zu den Ring auf Tournament. Und manchmal, wenn halt die Türme zu streng sind, mache ich gezielten Angriff mit der Klaue auf gar nichts. Und das war's eigentlich. Schauen wir uns den erstmal in Atlas wieder an und einfach die Funktionen zeigen. So. Wicket, Motherfucker. Auch ganz easy. So. Also bei den Flachs zum Beispiel, wenn ihr gegen richtige Gegner macht, kann man das auch machen. Mache ich das Weiße eigentlich bei den Flachs, weil dann sind die einfach eingefroren. Machen erstmal nichts. Und dann am besten gleich den roten, also den Ring auf Tournament durch. Und dann sollten die meistens eigentlich schon zerstört sein. Schauen wir uns dann nachher an. Völlig entspannt. Jetzt Real-Life-Gegner. Zack. Ja. 250. Sollte der Bubi schon schaffen. Mit dem weißen Zauber, damit roten wir nach. Erst mit dem weißen, dann zur Not noch mit dem roten.
Das war's. In dem Fall, bis zum nächsten Mal. Ciao.